Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wir sind wieder bei Zack McCracken in der FM Towns Version. Und da ich ja so viel Spaß mit Labyrinthen habt und ihr mir alle hier eiskalt irgendwo in die Karpaten schickt, ja, nehmt ihr euch übel, habe ich jeden einzelnen im Chat hier notiert, der das gemacht hat. Rache kommt da noch. Dachte ich mir, so, holst du dir jetzt mal einen Experten, einer, der das schon mal, ich sag mal, auswendig durchzocken kann, blind, mit zwei Händen auf dem Rücken, mit einer Schussverletzung und dabei das noch in drei Sprachen live synchronisieren kann. Und mit einem Aluhut. Und, ja, in der Telegram-Gruppe. So, komm, dann hau dich mal raus, dann sag mal, warum, wieso, weshalb und welches Streichholz du gezogen hast, dass du hier dabei bist. Ihr wollt es nicht wissen. Okay, die Schweinereien, die seht ihr auf meinem OnlyFans-Kanal und natürlich nur gegen Kohle, ne? Wir nehmen übrigens auch Bitcoins. Auf jeden Fall. Das ist der gute alte Onkel John, der wird bei dieser Aufnahmesession dabei sein. Wir gucken mal, wie weit wir kommen, ob wir dann vielleicht das nochmal irgendwie nochmal wiederholen. Das werden wir sehen. Und ich hoffe, wir kriegen das jetzt einigermaßen hin. Jetzt wird auf YouTube wieder einer schreiben, 1 Minute 20 redet der noch dummes Zeug. Und dann sage ich, das war nicht nur 1 Minute 20 so, aber dann machen wir einfach mal. Das war schon ein paar Jahre so, glaube ich. Valheim oder Zack? Natürlich Zack. Ja, herzlich willkommen. So, ich denke wir... Also ich habe vielleicht als Vorgeschichte, ich habe dir ja schon ein bisschen gesagt, wo wir so ungefähr sind. Wir, ganz grob, ja. Genau, also wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir hier... also wir haben den Tanz in Kinshasa, haben wir. Und jetzt müssen wir sozusagen entweder irgendwas auf dem Mars machen oder irgendwas anderes. Deswegen nur, dass wir waren schon in Mexiko und wie schon... Die Fußballnationalmannschaft war keine gute Idee. So. Wie viel Geld hast du denn erstmal? Wie viel Geld ich habe? Ich war also noch nicht beim Bermuda-Dreieck, das würde ich aber gerne gleich mal machen. Das würde ich empfehlen, dass wir mal ein bisschen Geld haben. Pass auf, dann. Mal, so, damit wir hier ein bisschen. Pass auf, dann machen wir das Bermuda-Dreieck. Ich wollte diesen Gag eh immer machen. Mhm. Und dann machen wir jetzt auch erstmal. So. So, dann müssen wir erstmal nach Kairo, ne? Müssen so rum. Also du musst auf jeden Fall irgendwie nach Miami kommen. Mhm. Anhand der Inventory weißt du, wo du bist. Ja, wenn du wüsstest, wenn du wüsstest. Also ich war, also beziehungsweise der Hyrotogam-Lord, der ist der Gute, den nehme ich mal raus. Aber die anderen Leute haben sich irgendwelche beim letzten Mal irgendwelche Lösungen angeguckt und haben mich dann da überall hingeschickt, wo ich noch gar nicht hin, also beziehungsweise wo man schon ein bisschen was machen kann, aber wo du dann entweder den gelben Kristall nicht kriegst oder wo du dann eben eine Zeichnung brauchst, die du logischerweise noch nicht hast, ne? So, einmal nach Miami. Sozusagen, wir besuchen, richtig, Tom Brady... Und den Super Bowl-Sieger und. Also, jetzt geht's nach Tampa sozusagen. Genau, wir fahren kurz im Performance Center vorbei. Obwohl, ich weiß. habe ich dem hier schon. Ne, stimmt, das Buch habe ich dem schon gegeben, dem Idioten, ne? Achso, der will erstmal Geld. Komm, du kriegst Geld. Wenn er da ist, dann hast du, glaube ich. Ah, ne, da ist er ja. Dem gibt's, glaube ich, das Buch. Genau. Und dann kriege ich den. Whisky. Also so wie in echt, wenn ihr am Bahnhof irgendeinen seht, der da weiß ich nicht, irgendwie, hast du mal einen Euro? Einfach erstmal die Kreditkarte geben. Mhm. Ach, jetzt läuft der wieder rum, ne? Ja, komm. Warte mal, kann ich den einsperren? Kann ich den sozusagen am Flughafen einem Lockdown verpassen? Ich weiß gar nicht, wie ich auf dieses Wortspiel komme. Mhm. Jetzt, wo sind wir gerade eigentlich bei Lockdown jetzt erst recht oder so? Oder Lockdown noch lockdowniger? Lockdown 5.0? Genau. Wie ist eigentlich der fünfte von Stirb langsam, der richtig schlechte? Ich weiß es nicht. So, wie komm. Du mich kennst, ich schaue mir ja nur niveauvolle Filme an. Ja, dann hast du nicht zu viel zu gucken. Was ist denn jetzt, du Pfeife? Jetzt nimm das Ding!
soll denn das? Hast du überhaupt das Buch noch? Ja, muss ich doch haben. Muss ich doch haben, sonst wäre der doch schon... Mein Gott, ich gib dir... Mein, was ist denn los? Gib ihm die Cashcard, du Vogel! Hör mal, Zack! Ich weiß ja, dass du ein Geizhals bist, aber... Hör mal! Das ist ein armer Mann! Immer noch nicht? Ey, sag mal. Ich wäre jetzt nicht unbedingt am Ameisenhügel hier rumspazieren gewesen. Das ist ja unglaublich. Gib Cashcard, weil hier ist ja alles bargeldloses Zahlen in der Zukunft. In der Zukunft, die eigentlich vergangen ist? Genau, weißt du eigentlich noch, wann Zack McCracken spielt? Ich weiß es nicht mehr. Ich müsste tatsächlich die originale Zack McCracken Zeitung, den National Inquisitor, raussuchen. Da steht das Datum drauf. So. Wo ist er? Wieso darf ich ihn jetzt nicht sehen? Willst du mich wahnsinnig machen? Habe ich ihn jetzt zu sehr in die Enge gedrängt? Habe ich ihm seinen Freiraum geraubt? Er ist wahrscheinlich nur ein Querdenker. Ja, auf jeden Fall ist er ein Quertänzer. Also das sehen wir, glaube ich. Also. Ja, Square Dance ist es nicht unbedingt. So. Komm. Alter, willst du mich verscheißern? Sollst du die Kischkat geben? Gib ihm doch einfach die Whiskyflasche. Ja, die hat er doch. Hat er sie schon? Dann Wie? Gib ihm einfach was anderes. Gib ihm das Buch. Wieso? Von ihm kriegen wir dann den Whisky. Okay, dann gib ihm das Buch. Da sieht man, ich habe zuletzt gespielt im Jahr 1805. Nein, das kannst du erst machen, wenn du ihm Geld gegeben hast. Sicher? Ja! Ja! Klingt aber sehr begeistert. So, jetzt hat er abgerechnet. Danke, aber mein Leben hat immer noch keinen Sinn, nix. Hätte vorher auch sagen können, ich muss die Scheiße synchronisieren. Hättest du mein Geld für mich? Das war Berliner Originalton Hauptbahnhof. So, jetzt kriegst du das Buch. So. Handsigniert. Wie immer noch Geld. Alter, willst du wohl das Buch geben? Was ist denn hier los? Mein Gott. Jetzt weiß man, warum es davon kein Update gibt. So. So, kann man das nicht eigentlich, wenn man jetzt hier drauf geht? Dann muss er doch das eigentlich machen. Dann muss er eigentlich das Buch annehmen. Ich hab keinen Guru, lass mal gucken, was du so sagst. Oh. Da brauchen wir es länger. Er guckt länger durch die Seile. Aha! Aha! Sind die Aha-Regeln übrigens. Ja, da stehe ich wieder. Ich brauche den Whisky nicht mehr. Hier! Nimm! Danke! Aha, in den 80ern eine gute Musikband. Take off! Die gibt's ja immer noch. Ich weiß. Und er sieht immer noch so aus wie früher. Und er singt immer noch so wie früher. Tja. So, jetzt tanzt er da in der Ecke und du hast doch das. Genau, jetzt habe ich... Whisky Line, also. Genau, so. So. Du merkst dir gleich den Farbcode? Den Farbcode soll ich mir merken. Es war nichts davon, wurde nichts besprochen, dass ich hier arbeiten soll. Doch, sicher. Hör mal, du kannst lesen und schreiben. Du kannst nicht aus meinem Bundesland kommen. Aber was ist das denn? Nee, ich komme aus dem Ausland. Das heißt, ich kann lesen und schreiben. Ah, in meinem Helm sind noch 7 Minuten Sauerstoff übrig. Ja. Ja, muss halt. Entweder fülle ich nach oder ich finde einen Platz, wo ich atmen kann. Oder ich sterbe. So. Also zählt das immer weiter, ne? Das ist so unglaublich. Ja. So. Haben wir wieder 60 Minuten Ruhe. Wie bei Lost. Ich gebe jetzt den Code ein und hab dann wieder ein paar Tage Ruhe. So.
So, ab ins Bermuda-Dreieck. Die Nasenbrille braucht man nicht, wenn man die Karte hat, ne? Oder muss man die vorher? Die Nasenbrille brauchst du im Endeffekt nur dann, wenn du gar nichts hast, ne? In die Wohngesellschaft gehst. Okay. Mir hat übrigens einen Tipp gemacht, ich sollte bei der Telefongesellschaft zu Hause anrufen. Das habe ich nicht gemacht. Muss ich nochmal machen. Ich liebe das Bermuda-Dreieck! Wer tut das nicht? Man weiß nie, was einen erwartet! Deswegen gebe ich dir einen Fallschirm, den du jetzt nicht benutzen sollst, auch wenn das lustig wäre. Ha, ich weiß einen guten Witz. Warum war der Doppelgänger hier ein günstiges Sonderangebot? Zwei Tragbecken für den Preis von einem. Warum fehlt denn da der Text? Oh nein, nicht schon wieder. Bei Divine Wind Tours. Was passiert jetzt? Alles verschwimmt. Das Wasser schimmert so seltsam. Die Strichliste am Heckflügel, ist es die Anzahl der Abstürze? Böse Menschen würden das sagen. Vielleicht die Passagiere, die gesprungen sind. Keine Ahnung. Herzlich willkommen bei der USS Cadillac. Ja, Geronimo's Cadillac. Genau. Jetzt einspielen und einen Content-Treffer kassieren? Ich hasse es, wenn das passiert. So, jetzt schreib mal mit. Ja, du weißt, ich schreibe mit Verzögerung. Wie war nochmal die Kombination? Gut, dann passt ihr im Chat auch mal auf. Oh ja. Gelb. Rot. Violett. Gelb. Kommst du oder bleibst du? Nee, ich finde das hier geil. So. Reporter wird zum Weltraumkadetten in einem Weltraum-Cadillac. Was war das? Gelb, Rot, Blau-Gelb oder sowas? Nee, Quatsch. Gelb, Rot, Violett, Gelb, ne? Richtig, ja. Hier noch nicht machen, ne? Geh ruhig mal rein, aber vielleicht vorher speichern. manchmal eine sehr gute Idee. So. Bei diesen örtlichen Adventures sowieso. Ja, vor allem hier gibt es ja wirklich Dead Ends. Das ist ja. Mhm. Das ist auch so geil. Das sagt, dann kommt dann so Weisheiten. Ja, das hat's bei Lucasfilm und LucasArts nie gegeben. Nein! Nein. Lieber Spieler. Ob du spoilern darfst? Ja, ich meine, wir haben das Ding alle schon durchgezockt. Das ist kein Thema. Also das ist kein Problem. Aber ich sag mal, für die Zuschauer wahrscheinlich eher weniger. Also muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Also ja, wir kennen das Game. Das ist jetzt, also das ist nicht blind. Ich meine, ein Blind-LP darfst du ja aus Twitch sowieso nicht mehr machen. Und das ist kein Witz. Ein Gefangener! Folge mir zum King! Ich hoffe, du hast die Gitarre bei dir. Ja, ich habe alles bei mir. Gut. Oh, King! Hier habe ich einen Gefangenen! Hoppla! So, jetzt die charmante Elvis-Stimme. Aha. Nun, was tun wir mit dem Kerl? Am besten gebe ich ihm mal die Cashcard. Soll der Meteorschleim unser Rummel abbutze? So, Fanclub-Karte. Gib. Nee. Soll er die New Age-Musik in seinem Fahrstuhl zuhören? Nein. Mein Gott, mach doch gib! Mein. Alter, geht mir das hier auf den Bananenkupp. So, Herr Bullblazer. So. Warum hat das wieder nicht geklappt? Ey, das ist doch... Was soll denn das?
Willst du mich verscheißern? Genau. Warum starben sie? Ja, irgendwie den Pixel nicht gefunden. Der Pixel hat sich zu schnell bewegt. Ah, Fan, das habe ich nicht gewusst. Mein Kumpel zeigt dir den Weg hinaus. Komm wieder, wenn's Zeit hast. Nein, die Grafik ist, also auch der Sound von der FM Towns Version ist mit Abstand die beste. Komm mit! Auf jeden Fall. Nein, das ist definitiv die beste Version von Zack McCracken. Die Sequenz bringt dich nach Hause. Es ist gelb, rot, violett, gelb, gell? Nein. Okay, violett, grün, grün, grün. Warum ist das denn jetzt eine andere? Na, gib mal die erste Kombination ein, dann weißt du es. Bist du tot oder was? Außer du benutzt einen Fallschirm. Ach, du stürzt ab? Mhm. Ja, dann machen wir das doch. Hallo. Man muss doch auch mal durch. Ja. YOLO, ja, sozusagen. Ja, neben mir. So, wo ist... drücke. Die erste Kombination war doch, glaube ich, fürs Flugzeug. So. Mit dem Fallschirm landest du dann im Meer, ne? Richtig. Wo du dann die Tröte spielen kannst, wie ein Michael Mittermeier-Gag. Achso, bin ich... Ja, mit einer American Express-Karte, ich weiß es. Genau. Aber jetzt blöd, jetzt müssen wir hier Product Placement einblenden. Ach, das ist kein Thema. Das ist Twitch. Jetzt ohne Jeff Bezos darf man diese Witze wieder machen. Hä? Ach, das geht auch auf Zeit? Alter, willst du mich verscheißern? Mein Gott, ey, warum ist das so kacke geworden? Das war noch nie so. Was ist das denn für ein... Alter, auch noch auf Zeit? Seit wann das denn? Also ich weiß nicht, wenn du versuchst, blau zu tippen, das wird nicht funktionieren. Das war doch jetzt... Jetzt mal, die erste war doch gelb, rot. Violett? Ja, hab ich doch gerade gemacht. Oder geht das dann nicht mehr, wenn wir die richtige wissen? Das müsste schon gehen. Nee. Hast du gesehen? Noch nicht. Ich lebe hier mit der 10-Sekunden-Verzögerung. Alter, was haben die denn da gemacht? Oder läuft das Spiel jetzt zu schnell auf meiner Kiste? Alter, nochmal. Hast du ein FM Towns Turbo etwa? Ja, ich hab die Turbo-Taste gedrückt. Oh. Und, vorhin er fragt, mach doch, anders. Das ging damals nicht anders. Doch, geht. Doch. So. Geronimo! Oh nein! Meinst du, das geht gut aus? Also ich denke mal, bis so zu 2 Zentimeter vor dem Wasser, ja. Ja, aber Wasser bremst doch. Ja, so ungefähr wie ein Betonpfeiler. Ich hab da auch das Kissen. Stürze zu Tode. Falls einer fragt, ist das gut, wenn Zack stirbt? Nein. Spoiler. So, jetzt muss Annie wieder alles reißen. Das wird doch lustig. Ja komm, jetzt kriegt er erstmal seine Gitarre immer. Aber. So, wo ist er? Oder meinst du, der ist eher der Typ für ein Whisky? Ah, nee, in dem Elvis-Status ist er noch nicht, ne? Noch nicht ganz. So, komm. Du, solange du da in dem Spiel nicht... Hey, eine Gitarre ist lange her, seit ich ordentlich Seider gezupft hab.
Ich feel a song coming. Oh, I feel a new song. I ordentlich Seiter gezupft hab. Metal! No, ein verstimmter Mager. Das war alles? Das war alles. Das ist ja nicht so spannend, ne? Also bis wir sind die Gitarre los. Ja. So. Oder wieder. Genau, Metal-Leute. Genau, Metal-Leute, Itzala! Grüße gehen raus nach Altschauerberg. Nee, bitte nicht. Lieber nicht. Bitte nicht. So, einer hatte mir übrigens geschrieben, das wusste ich gar nicht. Du kannst auch nur dreimal im Lotto gewinnen? Das kann sein. Das ist schon für eine weitere Folge ein guter Test, wie du mich kennst. So. Dann hätte ich jetzt gern mal die benutzen. Das sie, Lies, was hättest du denn gern? Ja, ich würde mal lesen. Ja, ja, ist klar. Lese eine Maschine. Richtig. Ja. 3708. 3708. Jetzt weiß ich, was wir vergessen haben. Nee, doch, haben wir gemacht. Doch, läuft. 3708. Ich trage das hier mal ein. Mhm. So, da würde ich sagen, ist hier ein guter Punkt. Space Final Frontier sozusagen. Weil die Frage ist, im Chat zu beantworten, in der 64er-Version hat er, glaube ich, auch so gesprochen. Ja, in der deutschen. In der deutschen. Ich weiß gar nicht. Weißt du, was er in der englischen, in der Originalfassung für einen Akzent hatte? Das weiß ich nicht mehr. Also auf jeden Fall war der im... Du als Bayouvar kannst das bestätigen. Das soll jetzt bayerisch sein, ne? Das soll angeblich sowas in diese Richtung sein. Ich kann es allerdings nicht hundertprozentig bestätigen, da ich selbst dieser Sprache nicht mächtig bin. Also das ist für Leute, die das nicht kennen, die also aus nicht, also die aus den anderen 15 Bundesländern kommen und nicht aus dem... Aus Äquator, bitte. Genau. Nicht aus dem einzigen Freistaat, der heute noch darauf besteht, dass er ein Freistaat ist. Sachsen tut's nicht mehr? ich wollte gerade sagen, gut, dass du mir den Gag gemacht hast. Jetzt kommt irgendeiner im Chat und sagt, Moment! Es soll tatsächlich bayerisch sein. Ich weiß auch nicht, das hat auch nicht mehr der Boris Schneider-Jone übersetzt, ne, glaube ich. Der Manic Mansion übersetzt hat auch noch. Ich weiß nicht, wer das damals verbrochen hat. Vielleicht sehen wir das dann in den Credits. Aber gut. Jetzt in der Version glaube ich nicht. Das war ja dann eher so eine Fangeschichte. Das hat es ja offiziell nicht auf Deutsch gegeben, das Spiel. Ja, die haben ja die Dialoge von 64er und Amiga und so genommen. Ja, also ja. So kreativ waren die nicht. Mhm. Die Hacker. Die haben das mit dem Google Translator gemacht, das weißt du doch. Grüße an das YouTube-Team. Nein, So. Auf Twitch. Genau, ich setze kurz einen Cut und dann geht's zurück auf die Erde.